Hallo, mein Lieben. Wir reden heute mal ein bisschen darüber, warum der Großteil der Menschen so unglücklich da draußen ist und was du tun kannst, damit du auch ein kleines bisschen mehr Glück in deinem Leben hast, damit du auch ein bisschen mehr Freude in deinem Leben spürst, damit du einfach auch mal das Leben genießen kannst. Ja, erstmal dazu. Warum sind viele Menschen so unglücklich? Also, der erste Punkt, den ich ganz einfach sagen muss, das ist, weil viele nicht das leben, was sie wirklich leben wollen. Weil viele wirklich 8 Stunden, 12 Stunden, wie auch immer, an den Job gebunden sind, Frühbeizeiten aufstehen, schon sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diese Arbeit, ich will das nicht machen. Ne? Man merkt dann richtig, wie sich der Körper, die Seele dagegen wehrt. Ich will aber nicht dazu sagen, dass das bei jedem so ist. Manche stehen früh wirklich gerne auf und machen auch diesen Job, den sie machen wollen. Ja, aber ich sage jetzt mal so, der Großteil der Bevölkerung macht den Job nur, damit man wirklich Geld hat, damit man Einkommen hat. Und ja, da geht es aber dann auch schon wieder nächsten Punkt über, wo wir sagen können, das Geld reicht so und so manchmal vorne und hinten nicht. Ja, aber jetzt mal darauf zurückzukommen, das ist ja heute nicht unser Thema, sondern warum viele Menschen so unglücklich sind. Erstens, viele Menschen machen nicht das, was sie wirklich machen wollen, leben nicht ihre Berufung, gehen den Job Tag und jeden Tag ein und Tag aus hinterher, wo im Endeffekt ja, wo man dann nach Hause kommt, total fix und fertig ist, sich einfach aufs Bett haut, so gar nichts mehr Bock hat. Ja, auch ich kann ein Lied davon singen. Auch ich war in dieser Situation gewesen. Und irgendwann kann der Körper einfach nicht mehr. Entweder endet das in Depressionen, in Panikattacken irgendwann, oder es ist ganz einfach so Burnout. Ne? Also, dass du irgendwann, wenn du vielleicht auch zu viel Stress hast, im Burnout endest. Und ich war damals auch alleinerziehend mit 3 Kindern und hatte einen Krankenhausjob noch gehabt und alles und ja, mich in unterschiedlichen Themen ausprobiert, bis irgendwann meine Seele gesagt hat, nee, ich will das nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Ja, das heißt nicht, dass ich keinen Bock hatte zu arbeiten, sondern dass ich mir Stück für Stück ein Business aufgebaut habe, dass ich mir Stück für Stück meine eigenen Träume erschaffen habe, aber auch das bis jetzt aufgebaut habe, was wirklich sein sollte und was zu mir gehört. Und ich wusste, da war schon immer so eine Stimme in mir, die dann sagte, ich will raus. Ich will hier raus. Ne? Also nicht aus dieser Welt, sondern ich will endlich das leben, was ich wirklich leben möchte. Und ja, und heute tue ich das. Ich bin hier zu Hause, ich bin freiberuflich unterwegs, ich bin Lebensberaterin, ich tue die Menschen unterstützen in vielerlei Themen. Ja, es ist meistens so, also viele verteufeln vielleicht das Kartenlegen, aber für mich sind Kartenlegen, diese Karten oder andere Dinge einfach etwas, was man auch weitergibt, etwas, ist einfach nur ein Hilfsmittel, ne, für das, was eh schon da draußen da ist. Ja, aber das ist nicht das Einzigste. Ich liebe es einfach, andere Menschen zu unterstützen, andere Menschen glücklich zu machen, einfach mal ein bisschen mehr Halt im Leben zu geben. Und ja, und wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich die ganze Welt einfach glücklich machen oder glücklich sehen wollen. Und das ist eigentlich das, was mein Traum ist. Ja, einfach mal andere Menschen das weiterzugeben, was überhaupt Glück ist. Einfach mal das zu leben, was du wirklich leben möchtest. Natürlich ist es nicht immer möglich, von jetzt auf gleich das zu leben, was man leben möchte. Das ist, du musst ja erstmal Erfahrung sammeln, ja, die ganze Zeit Erfahrung sammeln und wieder Erfahrung sammeln, bis du wirklich mal so an den Punkt kommst und sagst, ich mach's jetzt einfach, ja, ich gucke jetzt einfach, was draus wird, entweder es wird oder es wird nicht. So, wie gesagt, ich will nicht zu sehr abschweifen, das ist das Erste, warum viele Menschen nicht glücklich sind, weil sie einfach nicht ihren Traum leben, ne, den sie wirklich leben wollen. Das Zweite ist ganz einfach, viele leben in einer unglücklichen Beziehung, Verbindung, haben immer wieder toxische und negative Menschen um sich herum. Und auch da ist es wichtig, sich von solchen Menschen einfach mal zu befreien. Wenn du jetzt einen toxischen Partner hast, der immer nur negativ eingestellt ist, mit dem du überhaupt nicht gut klarkommst, warum trennst du dich nicht von diesen Menschen? Ja. Und ja, manche haben vielleicht auch Angst, dann wieder in eine Beziehung reinzugehen, weil heutzutage ist
ist es nun mal ganz schwierig, da jemand zu finden. Auch daran liegt das meistens und da rafft man sich immer zusammen, was ja auch nicht falsch ist. Aber wenn jemand in deinem Leben ist, der total toxisch ist, der, wo es immer noch Streit gibt, wo du einfach sagst, oh, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Menschen, ne, dann trenn dich von diesen Menschen. Was hält dich da dran? Ja, da lieber würde ich alleine irgendwie versuchen, glücklich zu leben, mein Leben zu leben, als mit einem Menschen zusammen zu sein, der mich immer nur drangsaliert, einfach nur negativ, pessimistisch eingestellt ist. Und ja, das ist Ursache Nummer zwei, warum viele Menschen unglücklich sind, weil sie eine unglückliche Beziehung haben. Und der dritte Grund ist es ganz einfach, weil Menschen aufgehört haben zu leben. Die funktionieren nur noch, ja. Arbeit, Kinder, Eltern, Familie, ne, was ja nicht schlimm ist. Also Familie und Kinder sind ja nicht schlimm, aber das ist halt, du funktionierst nur noch. Ne, und vor allem als Mutter funktionierst du nur noch oder als Vater. Ja, du gehst auf Arbeit 8 Stunden bis 12 Stunden, je nachdem. Du kommst nach Hause, dann hast du die Kinder, ne, dann gibt es keine Pause. Und dann ist es ganz einfach, ja, du machst Abendbrot, du machst Mittagessen, du machst, du gehst einkaufen, ja, und dann bleibt dir keine Zeit zu dem, was du halt wirklich leben möchtest. Und es geht jetzt ganz einfach mal darum, auch wenn du so lebst, wie du gerade lebst, kannst du dir immer wieder zwischendrin ein paar, sag ich jetzt mal, Pausen gönnen, wo du sagst, jetzt tue ich mal was für mich. Und wenn es mal eine halbe Stunde oder eine Stunde ist, jetzt setze ich mich mal in den Park oder jetzt gehe ich einfach mal im Wald oder gehe in den Park mit den Kindern und ja, lehne mich einfach auch mal jetzt ein bisschen zurück, ne? Und genieße einfach mal die Luft da draußen und genieße einfach mal die Sonnenstrahlen, einfach die Natur. Das ist eins, was du machen kannst. Das andere, wenn es dir möglich ist, gib auch mal die Kinder wirklich zum Partner oder zu den Eltern und sag, ich gehe jetzt einfach mal für mich shoppen, ja, oder ich gehe jetzt einfach mal mich vielleicht auch mal schön massieren lassen, einfach mal irgendetwas gönnen, was mich auch mal ein bisschen mehr glücklich macht. Na? Und was ich all die Zeit so gelernt habe, das ist ganz einfach, mit etwas zu leben, was dir wirklich Freude bringt, was dir wirklich Freude bereitet. Und das Universum, wirklich, das Universum hält so viele tolle Sachen für uns bereit. Und manchmal fügen sich Puzzleteile ganz einfach zusammen. Also ich weiß nicht, wie ich das euch so rüberbringen soll, wie das meistens ist. Also die vielleicht gerade in derselben Position wie ich sind, die haben es vielleicht schon oft erlebt, ja, wie es ist ganz einfach, wenn das Universum dir wirklich gibt, was du wirklich möchtest. Und dabei ist es nicht immer nur in einem Mangel zu sein, sondern optimistisch zu sein und auch positiv zu denken. Klar, es geht nicht immer nur überwiegend nur positiv zu denken. Nein, das will ich damit nicht sagen. Aber du kannst es, ne? Du kannst es und du kannst dir auch etwas erschaffen, was dir wirklich Freude bereitet. Überleg doch heute mal, was machst du gerne? Ja, was machst du gerne? Beratest du Menschen gerne? Oder machst du gerne etwas mit Kräutern? Oder vielleicht bist du genauso wie ich, dass du andere Menschen gerne beratest im Leben über Liebe oder andere Themen oder ob, dass du Karten legen möchtest. Oder ja, möchtest du irgendwas erschaffen? Ich habe jetzt zum Beispiel von einer ganz guten Bekannten einen ganz, ganz wundervollen Runenkreis bekommen, den sie auch mit ihren eigenen Händen erschaffen hat. Ich zeige euch den mal ganz kurz. Ich möchte das nur mal ganz kurz zeigen. So, das ist dieser Runenteller, ja? Und da... Diese Bekannte, die wird natürlich, die ist total glücklich, wenn sie so etwas sieht, also wenn sie das wirklich für andere Menschen machen kann. Das ist einfach etwas aus deiner Seele, aus deinem Geist heraus erschaffen. Na? Bei mir sind es zum Beispiel jetzt Kartendecks, die ich schon erschaffen habe, oder ich habe jetzt auch schon sowas hier erschaffen, einen Runenkreis, ne? Der ist schon ein bisschen älter, die meisten haben den schon zu Hause, das ist ein magischer Runenschutzkreis und ja, aber dieser, das hier, das ist wirklich
ein Meisterwerk. Ich finde das richtig als ein Meisterwerk, was da erschaffen wurde. Ja, und das sind immer so Dinge, die von oben hereinkommen. Vielleicht möchtest du etwas Wundervolles erschaffen aus Holz. Vielleicht bist du vielerlei wirklich tätig oder vielleicht bist du auch sportlich irgendwie tätig, dass du andere Menschen motivieren kannst. Das ist alles so, das ist jetzt erstmal so zur Berufung. Ne? Vielleicht fragst du dich mal, was könnte ich denn machen? Was mache ich denn überhaupt so gerne, dass ich es einen ganzen Tag machen könnte? Genau, das ist zur Berufung, zur Arbeit. Natürlich kannst du auch deinen Job weiterhin nachgehen, aber es ist wichtig, um wieder ein bisschen mehr Lebensfreude zu bekommen, dass du dir wirklich etwas suchst, was dir Freude bringt, was dir wirklich von Herzen eine Freude bereitet, um wieder Lebensfreude in dein Leben zu bekommen. Und ein anderer Punkt ist auch noch, um glücklicher zu werden, geh einfach mal raus in die Natur und spür die Natur, spür den Wind, wenn es regnet, mein Gott, dann spür den Regen, dann geh auch im Regen raus, ja. Hauptsache du fühlst das Leben wieder. Oder geh irgendwo hin, machen ganz spontan Kurztrip oder eine Reise, ne, seh dir schöne Orte an, du wirst merken, du bekommst innerlich wieder so richtig mehr Freiheit. Und natürlich hält es jetzt nicht ewige Momente an, sondern kurze Momente, aber es ist halt wirklich so, dass du die Freude auch im Leben hier zurückbekommst. Und vor allem umgib dich mit positiven Menschen. Umgib dich mit positiven Menschen. Wenn ich wirklich den Traum erfüllen kann, den ich habe, dann wäre ich schon lange nicht mehr hier. Dann wäre ich nämlich in einem Wohnwagen unterwegs und würde die ganze Welt bereisen. Klar, auch das ist mit Herausforderungen gespickt, aber es ist Freiheit. Es ist ganz einfach Freiheit. Es ist sich frei fühlen. Es ist frei agieren, ohne immer an irgendetwas gebunden zu sein. Ja, einfach das Leben spüren, einfach die Welt entdecken, einfach die Welt erleben. Das wäre mein Traum. Ich weiß nicht, was dein Traum ist, aber ich werde mir definitiv irgendwann diesen Traum erfüllen. Und nicht erst in 10 Jahren, sondern in den nächsten Jahren. Ja, und das ist zum Beispiel mein Traum. Und ich weiß nicht, was dein Traum ist. Vielleicht machst du dir einfach mal einen Zettel, vielleicht träumst du einfach mal, was du gerne machen wollen würdest. Und genau, der nächste Punkt war ja, umgib dich wirklich mit Menschen, die positiv im Leben eingestellt sind. Es gibt ja immer mal diese Menschen, die sagen, ich habe keinen Bock und ich reg mich über das auf, ich reg mich über das auf. Aber der Punkt bei diesen Menschen ist, vielleicht gehörst du ja auch selber dazu. Und ich möchte dich jetzt nicht damit angreifen, ja, auch ich bin manchmal noch so. Der Punkt ist ganz einfach, dass man sich irgendwann in dieser negativen Energiespirale einfach verliert. Ja, man sollte immer wieder jeden Tag etwas finden und dankbar sein, was man im Leben hat. Und man muss halt auch immer etwas dafür tun, dass man das Glück im Leben einfach spürt. Ja, es ist nicht so, dass das Glück dir zugeflogen kommt in allen Ebenen. Ja, manchmal schon, wenn du überwiegend positiv eingestellt bist, kommen auch manchmal Dinge zu dir geflogen, aber überwiegend musst du auch dafür selber sorgen, dass du dir das Glück und das Positive im Leben selber auch erschaffen tust. Und das ist einfach jetzt mal so mein Geheimrezept, ja, warum ich immer so gut drauf bin, warum ich auch optimistisch eingestellt bin. Und nein, ich bin das nicht jeden Tag, ne? Ich bin das nicht jeden Tag, aber ich spiele das auch nicht. Und wenn es mir mal nicht gut geht, dann sage ich das auf jeden Fall auch, ne? Und dann, ja, dann merkt man das natürlich auch, gell? Ja, das wollte ich jetzt nochmal sagen. Ja, da wären wir auch schon am Ende. Ich wollte euch jetzt einfach mal sagen, dass es von mir wirklich so ein Traum wäre, Menschen einfach mal glücklicher zu sehen und positiver zu sehen. Und ich sehe gerade, hier fliegt so eine kleine Glücksfliege hier rum. Ja, das ist einfach, flieg einfach mal durchs Leben. Flieg einfach mal total locker wie so eine Fliege durchs Leben. Geh mal dahin, probier dich da mal aus, probier dich hier mal aus. Und du wirst sehen, was zu dir passt, das wird auf jeden Fall zu dir gehören. Und damit wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag noch. Ciao.